Im Dezember lagen die Temperaturen in Mainfranken schon einige Male unter dem Gefrierpunkt. Da konnte es schon mal glatt werden auf den Straßen und vor der eigenen Haustür. Für viele Hausbesitzer, Grundstückseigentümer, Hausmeister und Dienstleister heißt das früh aufstehen, Schnee räumen und Gehwege streuen. Aber bitte nicht mit Salz, zumindest in Würzburg. Warum? Das weiß Rechtsanwalt Dieter Mottl von der Kanzlei MWLG in Würzburg. Der Stadtrat hat beschlossen in einer Satzung, dass man kein Salz mehr ab Winter 2017 streuen darf. Dies gilt, wie gesagt, auf öffentlichen Wegen und ist unbedingt zu beachten, da ein Verstoß dagegen Bußgeld bewährt ist. Wer sich nicht ans Salzverbot hält, riskiert ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro. Mit dem Verbot soll die Umwelt geschützt werden. Das Salz entzieht den Bäumen und Pflanzen Flüssigkeit. Es gelangt in das Grundwasser und beeinträchtigt so die Trinkwasserqualität. Außerdem greift es Straßenrinnen und Metalle an und kann auch für Hundepfoten eine schmerzhafte Angelegenheit werden. Alternativ empfiehlt die Stadt, mit Sand, Lavagranulat oder Split zu streuen. Ausnahmsau betrifft nur die öffentlichen Wege, nicht die privaten Wege. Und auch bei Glatteis oder Blitzeis kann man trotzdem mit Salz streuen. Denn bei akuter Glatteisgefahr sei größtmögliche Sicherheit nur mit Salz zu gewährleisten. Auch die Stadt Würzburg ist verpflichtet, auf Gehwegen entlang ihrer Liegenschaften ausschließlich abstumpfende Streumittel zu verwenden.